Liebe Hörerinnen, liebe Hörer der Podcasts auf www.örechtnet.de, ich begrüße Sie zu einer kleinen Session heute zu Fragen, die sich rund um die mündliche Prüfung bewegen. Es wird oft gefragt, wie kann ich mich vorbereiten, was muss ich anziehen, wie läuft dieser Tag ab? Dazu möchte ich Ihnen auf der Grundlage so der am meisten gestellten Fragen einen kleinen Überblick geben. Meine Erfahrung gründet sich im Staatsexamen in Nordrhein-Westfalen. Dort sieht die mündliche Prüfung so aus, dass die Prüfung mit einem Kurzvortrag beginnt und sich danach ein Prüfungsgespräch getrennt nach drei Rechtsgebieten anschließt. Das dauert dann etwa, also pro Kandidat, etwa 10 Minuten. Und zu dieser mündlichen Prüfung würde ich ein paar Sachen erzählen wollen. Und zwar folgendes zunächst zu den Fragen. Ja, wie bereite ich mich auf diese mündliche Prüfung vor? Und zu den Grundlagen, die ich Ihnen vermitteln kann, gilt, wie so oft, es ist sehr, sehr individuell, wie man sich auf so etwas vorbereitet. Es geht natürlich darum, logischerweise möglichst viel persönliche, subjektiv empfundene Sicherheit zu erlangen. Sicherheit erlangen Sie im juristischen Bereich auf jeden Fall maßgeblich durch das Erlernen und Wiederholen der juristischen Grundlagen. Also das Handwerkszeug einer juristischen Fallbearbeitung, Stichwort Gutachtstechnik, Subsumptionstechnik. Auch hierzu finden Sie ja ein kleines Video auf meinem Kanal. Dies sollten Sie immer wieder vergegenwärtigen, dass Ihnen das völlig klar ist, wie das funktioniert. Und ich möchte das in einen bewussten Kontrast setzen zu dem, was man sonst noch hört. Kurz vor der mündlichen Prüfung, was kann ich denn alles so noch Aktuelles lesen? Was kommt denn dran? Diese Frage hört man immer wieder. Aber was drankommt, ja, das wissen Sie, so traurig es jetzt klingt in diesem Augenblick, erst hinterher, was drankam, da können Sie sich schwer darauf vorbereiten. Es gibt natürlich die Möglichkeiten, sich die Protokolle der mündlichen Prüfungen bei verschiedensten Anbietern zu besorgen, sodass Sie einen kleinen Einblick bekommen, was ein Prüfer denn regelmäßig so prüft. Manche Prüfer halten sich aber nicht daran und prüfen jedes Mal etwas anderes. Und das führt jetzt zurück auf meinen Kernpunkt. Was Sie verlässlich können müssen und auch wiederholen und erlernen können, auch kurz vor dem mündlichen Examen, ist nochmal die Grundlagen der juristischen Fallbearbeitung sich zu vergegenwärtigen. Das kann man auch ohne weiteres im Rahmen von Probeläufen immer wieder gestalten, dass Sie sich in einer kleinen Arbeitsgruppe hinsetzen oder auch alleine und einfach mal versuchen, auf die Frage eines Kollegen oder eine selbstgestellte Frage den Einstieg in ein Prüfungsgespräch selbst zu simulieren. Also wenn es dann die Frage kommt an Sie, nehmen wir mal, kann er ja das Zivilrecht sein, hat A einen Anspruch gegen B auf Zahlen von 500 Euro. Dass Sie sich völlig klar machen, wie die Struktur einer Antwort aussehen muss, ja, dass Sie diese Frage aufgreifen. Er hat einen Anspruch gegen den so in Höhe von X Euro nach Paragraph so und so, dass Sie also einen normbezogenen Einstieg machen und so dann sagen, ja, dazu müsste zum Beispiel ein Kaufvertrag geschlossen worden sein. Also dass Sie Ihnen völlig klar ist, wie man sich strukturell durch eine solche Prüfung hangelt. Und dass Sie auf keinen Fall meinen, die mündliche Prüfung gelingt dann und ausschließlich dann, wenn Sie den Fall vorher schon gekannt haben oder den Clou gekannt haben. Darum geht es in den allerseltensten Fällen. Also machen Sie Probeläufe, versuchen Sie das zu formulieren. Es ist auch das völlig anderes, ob Sie etwas schreiben können oder ob Sie es ad hoc aussprechen müssen. Versuchen Sie mal in Ihrer Sprache das so ähnlich zu übersetzen, wie Sie das auch in einer Klausur machen würden. Das ist also ein Irrglaube, zu meinen, im mündlichen Examen können wir einfach mal so erzählen. Ne? Das ist nicht so der Fall. Man versucht ein juristisches Fachgespräch mit Ihnen zu kommen, erwartet aber, dass Sie diese Fallbearbeitungstechnik weiterhin beherrschen und jedenfalls eine, solange eine Fallbearbeitungsfrage gestellt wird, auch dementsprechend formulieren. Zur Kleidung, da gibt es auch ganz schlaue Aufsätze und Stellungnahmen dazu. Das ist natürlich höchst individuell. Ich würde sagen, zwei Dinge sind entscheidend. Eine Sache ist Ihr persönliches Wohlfühlen in der Kleidung, die Sie da auswählen. Wenn Sie sich verkleiden, fühlen Sie sich nicht wohl und das Gegenüber merkt es auch. Und im Übrigen sollten Sie, genau wie wir Prüfer das machen, versuchen, durch Ihre Kleidung auch den Respekt vor
vor dem Gegenüber auszudrücken. Und ich glaube, auf dieser Grundlage erklärt sich dann von selbst, zu welchen Kleidungsstücken man greift. Aber auch hier bitte die Beruhigung. Es ist auch ein Irrglaube zu meinen, dass Sie meinetwegen eine 12-Punkte-Leistung erbringen und die Prüfer sich dann hinsetzen und sagen, naja, die Krawattenfarbe war aber nicht schön, deswegen gibt es nur 11. Also das passiert mit Sicherheit nicht. In Nordrhein-Westfalen gibt es dann ein Vorstellungsgespräch mit dem Vorsitzenden der Kommission. Das heißt, Sie werden dort entweder gemeinsam mit den anderen Prüflingen hereingeholt oder auch einzeln. Und Ziel eines solchen Vorstellungsgespräches ist, dass der Vorsitzende sich einen Eindruck von Ihrer Person verschaffen kann, unter anderem auch, ob Sie prüfungsfähig sind. Im Übrigen geht es aber darum, in diesem Vorstellungsgespräch eine gewisse Ruhe zu erzielen. Also, dass man Ihnen klar macht, dass man Ihnen mit Wohlwollen gegenübertritt, dass man versucht, Ihre Unruhe ein bisschen zu nehmen, Ihre Aufregung zu mildern und eine angenehme Gesprächsatmosphäre herzustellen. Von Ihrer Seite können Sie dazu durch Natürlichkeit beitragen. Das hat mit Authentizität zu tun. Es nützt nichts, sich in eine Rolle hineinzubegeben, von der man meist meint, dass genau diejenige es sei, die der Vorsitzende nun erwartet. Das können Sie überhaupt nicht wissen. Und zweitens fliegt sowieso auf. Verstellen kann man sich nicht so lange. Wenn Sie sich wirklich überlegen, was kann man da so alles erzählen im Vorstellungsgespräch, machen Sie es auch das Leben nicht so schwer. Der Vorsitzende setzt sich ja nicht hin und sagt, so jetzt erzählen Sie mal, sondern der wird Ihnen schon Fragen stellen, auf die Sie dann antworten können. Wenn Sie das Gefühl haben, Sie wollen auch mal eine Lücke füllen mit eigenen Inhalten, dann überlegen Sie sich, ob Sie vielleicht über Perspektiven sprechen wollen, die Sie haben und oder auch welche Aspekte Ihnen in Ihrem Studium besonders großen Spaß gemacht haben, worauf Sie stolz sind für sich persönlich, was Sie erreicht haben. So etwas kann man sicherlich gut bringen. Was meines Erachtens, das ist natürlich jetzt subjektiv, aus meiner Erfahrung als Vorsitzender aus nicht so wichtig ist, dass Sie dem Vorsitzenden nun klar machen im Vorgespräch, dass Sie gerne viele Punkte haben wollen. Also davon können Sie ausgehen, dass das jedem Vorsitzenden klar ist, dass Sie möglichst gute Leistung zeigen wollen und dem Zweck dient ja auch das Prüfungsgespräch. Da haben Sie keine Sorge, dass es nicht darum gehen könnte. Darum geht es, ne? Möglichst viele Punkte Ihnen zu vermitteln und nicht zu versuchen, Ihre schriftlich gezeigten Leistungen abzuwerten. Ein weiterer Gesprächspunkt wäre noch die Zufriedenheit mit dem Vorergebnis. Das kann man ganz gerne mal spiegeln. Ich hatte mal einen Kandidaten, der kam mit 18 Punkten in einer Klausur. Also der Rest war, naja, zwischen ausreichend und befriedigend, kam mit einer 18-Punkte-Klausur. Und da haben wir natürlich drüber gesprochen in diesem Vorgespräch, diese 18-Punkte-Klausur. Da meinte er nur zu mir, also ganz ehrlich, also ein 18-Punkte-Kandidat bin ich wirklich nicht. Das fand ich sehr sympathisch. Und ja, sowas kann man natürlich, gut, klar, wenn man nur 18 Punkte hat, kann man das ja auch ganz unbefangen bringen. Ja, dann angestrebte Ziele, auch das wäre noch so ein kleiner Punkt, zu sagen, ja, also bei mir geht es um, ich möchte ins Referendariat, ich möchte promovieren oder wie auch immer, alles das, was Sie meinen, was für Ihr Leben persönlich von Bedeutung, von besonderer Bedeutung ist und was Sie dem Vorsitzenden erzählen wollen. Dann ein paar Anmerkungen zum Kurzvortrag, den es in Nordrhein-Westfalen zumindest aktuell noch gibt. Es gibt Vorsitzende, die empfehlen, sich hinzustellen. Der Regelfall ist es nicht. Die meisten Prüflinge sitzen. Ich würde auch sitzen bevorzugen. Man sitzt etwas entspannter. Man kann seine Aufzeichnungen auch in Form von Karteikarten besser vor sich ablegen. Und man hat auch die Möglichkeit, wenn man sitzt, im Zweifelsfall noch einmal kurz in das Gesetz zu schauen, was man schon aufgeschlagen hat in Vorbereitung dieses Kurzvortrages. Das geht schwieriger, wenn man steht. Ist aber letztlich eine ganz subjektive Frage, wo man sich auch wohler fühlt. Auch hier ganz, ganz dringend bereiten Sie das Ganze vor. Und zwar auch in der Art und Weise, dass Sie sich selbst einmal aufnehmen. Jedes Handy kennt die Funktion. Setzen Sie sich einmal diesem Stresstest aus, dass Sie auch hinterher sich selbst anschauen müssen, um zu gucken, ja, wie wirke ich denn eigentlich, wie stehe ich denn da, wie rede ich denn, oder wie sitze ich da, halte ich den Blickkontakt, ja, versuchen Sie das mal, 10-12 Minuten wirklich den Blickkontakt zur Kamera aufrecht zu erhalten. Das ist eine ganz gute Vorbereitung, denn auch im Kurzvortrag im Examen ist es so, dass Sie zwar drei Prüfern gegenüber sitzen,
dass diese sie jedoch kaum angucken, weil die mitschreiben. Das heißt, sie reden sowieso gefühlt gegen so eine Wand. Dann können sie es auch mit der Kamera einmal versuchen und hier eine freundliche, entgegenkommende, offene Gesprächshaltung zu präsentieren. Zum Redestil, ja, hören Sie sich selber an, ne? Nehmen Sie es auf und probieren Sie es so lange rum, bis Sie gemerkt haben, jo, das passt, dem möchte ich gerne zuhören. Und wenn Sie das geschafft haben, dann haben Sie den richtigen Redestil erwischt. Es ist natürlich klar, er sollte nicht zu schnell sein, man sollte nicht einschlafen, aber immer so schön das schöne Mittelding, aber das ist ja höchst subjektiv. Hören Sie sich einmal selber an. Ich denke, das ist das Ertragreichste, was Sie da tun können. Zum Prüfungsgespräch selber. Sie wissen es ja, die Grundkenntnisse der Psychologie. Man ordnet sehr, sehr schnell jemanden ein. Das gilt jetzt auch nicht mehr für das Prüfungsgespräch. Eigentlich ist dieser Augenblick ja schon im Vorstellungsgespräch beim Vorsitzenden abgelaufen oder beim Kurzvortrag. Man hat ja nicht so lange, bis ein Eindruck bei dem Gegenüber entstanden ist. Aber man kann sich trotzdem Mühe geben, dass man auch im Verlauf einer solchen Prüfung immer wieder mal eine Kontrolle in sein Verhalten und seine Haltung bringt. Entscheiden Sie sich auch für die Sitzhaltung, die Ihnen angenehm ist. Auch hier wieder der Vorschlag, filmen Sie es aber mal, wie das Ganze aussieht. Also ob Sie entspannt nach hinten gelehnt sitzen oder ob Sie sich aufrichten und die Hände flach auf den Tisch legen, wie auch immer. Auch das ist etwas ganz Individuelles, aber machen Sie sich einfach bewusst. Es geht nur darum, dass Sie das professionalisieren und sich nicht ins Examen setzen und ja, denkst mal jetzt, wie muss ich sitzen? Ja, kann ich die Beine überschlagen? Sollte ich es nicht tun? Gucken Sie sich an und versuchen Sie natürlich, eine möglichst offene Sitzhaltung zu dem jeweiligen Prüfer einzunehmen. Denn die offene Haltung zum Gegenüber signalisiert natürlich Interesse und vermittelt auch Kompetenz. Ansonsten, dass Sie in Sachverhalt mitschreiben, wenn Ihr Fall diktiert wird, dürfte klar sein. Denken Sie auch daran, dass Sie im Laufe des Prüfungsgesprächs, wenn die Fragen bei den Kolleginnen und Kollegen sind, auch mitschreiben in Form einer Gliederung, damit Sie immer wissen, wo die Falllösung gerade ist. Je nachdem, ob ein Prüfer auch mal springt, dann sind Sie auf einmal dran, denken, ja, wo bin ich denn jetzt in der Gliederung? Da kann man ganz wertvolle Zeit sparen, beziehungsweise man kann damit auch ja, offenbaren, dass man dabei geblieben ist bei der Falllösung, dass man mitdenkt. Und es gibt auch die Situation, dass die Prüfung voranschreitet. Also Sie sich dann also diese Notizen machen, wie die Fallgliederung ist. Und dann kommt die Frage an Sie. Frau Kollegin, Herr Kollege, Sie haben das jetzt gerade gehört, was besprochen wurde. Fehlt da nicht noch etwas? Und so etwas können Sie eigentlich nur sinnvoll beantworten, wenn Sie tatsächlich eine Gliederung haben und wissen, was gesprochen wurde. Ansonsten denken Sie, das haben wir dann. Ja. Und so können Sie mit einem Blick auf Ihre Gliederung das nachhalten. Also versuchen Sie das auch hinzubekommen. Am besten auch, indem Sie einmal eine Prüfung simulieren. Das können Sie mit Ihren Kommilitonen machen und auf dieser Grundlage mal gucken, ob das funktioniert, dass Sie da eine Gliederung mitschreiben können. Üblicherweise meldet man sich beim Prüfungsgespräch nicht, es sei denn, der Vorsitzende würde das ausdrücklich anders ankündigen, das kenne ich aber überhaupt nicht. Also es sieht in der Regel so aus, dass die Prüferinnen und Prüfer in einer von Ihnen beliebigen Reihenfolge vorgehen und Sie drannehmen. Wenn Fragen freigegeben werden, ist so der Blick in die Runde, dann wurde, wer kann dazu noch etwas sagen, dann bitte ein kurzes Handzeichen geben und antworten. Arbeit mit dem Gesetzestext ist auch im Mündlichen wichtig, also immer der Bezug von einer Fallfrage zu einer Norm. Und insofern notwendig, eigentlich regelmäßig diese Norm auch aufschlagen und die entsprechenden Tatbestandsmerkmale behandeln. Also regelmäßig nicht im Sinne des Vorlesens der gesamten Norm, sondern dass man sich das herausgreift, was man braucht. Wenn man die Norm natürlich nicht kennt, kann man nichts anderes, muss man sie einmal lesen. Und das führt jetzt so über... leitet über zum Umgang mit Wissenslücken oder Blackouts. Wie mache ich denn das? Da kommt eine Frage und Sie merken schon im Ansatz, da kommen wir jetzt nicht weiter, was soll ich dazu machen, ja, zu sagen. Gleichwohl kann man eigentlich immer reagieren. Denn eine Frage wird gestellt und dann kann man diese Fallfrage aufgreifen. Na ja, für diese von dieser Frage ist es von entscheidender Bedeutung, ob meinetwegen eine Kompetenz der Behörde zum Einschreiten bestand. Ja, gut,
Stelle, Sie wissen nicht, welche Kompetenz es ist. Und dann hilft eigentlich nur laut denken. Ja, denn manche scheuen sich dann, ja, ich sage dann lieber nichts, bevor es falsch ist. Was ist aber die Alternative? Sie sagen gar nichts. Dann denkt der Prüfer halt auch, ja, weiß nichts. Das ist jetzt vielleicht auch nicht so günstig. Von daher laut denken, irgendwas wird Ihnen schon einfallen. Und wenn es denn so ist, nehmen wir jetzt irgendeine Ordnungsverfügung, Baurecht, die sagen, ja, die Behörde bräuchte eine Ermächtigungsgrundlage. Eine solche könnte sich aus den baurechtlichen Spezialvorschriften ergeben. Das Bauplanungsrecht kommt hierfür nicht in Betracht. Es ist eine Angelegenheit des Bauordnungsrechts. Bauordnungsrechtliche Generalermächtigung findet sich in Paragraph, die kennt man am meisten noch, und hiernach. Und dann sind Sie schon in der Norm, können Sie auf diese Norm abstellen. Der Prüfer wird Sie dann schon wieder zurückholen, wenn es das nicht war, und Sie weiterleiten auf der Suche nach einem guten Lösungsansatz. Also bitte hier nicht in Schockstarre verfallen, sondern zu versuchen, wieder ins Gespräch zu kommen oder sogar eine Nachfrage zu stellen. Das betrifft die Zulässigkeit von Nachfragen. Da geht es jetzt natürlich nicht darum, dass Sie jetzt den Prüfer Ihrerseits fragen, ja, wo steht es denn? Sondern, dass Sie es durchaus sagen können, ja, Sie haben das eben so formuliert, habe ich das richtig verstanden, dass der B von der Behörde einen Bescheid des Inhalts und so weiter bekommen hat. Dann haben Sie auf ganz geschickte Weise ja Gesprächsanteile, haben den Prüfer wieder in einen Gesprächsstoff gebracht, bekommen vielleicht weitere Hinweise für die weitere Lösung. Und in dem Sinne sind auch diese Nachfragen natürlich zulässig. So viel erstmal ein paar Bemerkungen zum Prüfungsgespräch. Sie merken, man könnte noch 100 weitere Aspekte und Details da nachtragen. Dafür gilt mein Angebot an Sie. Schreiben Sie mir über die auf der Homepage hinterlegte E-Mail-Adresse. Und wenn ein paar Fragen wieder zusammen sind, spreche ich gerne einen weiteren Podcast auf. Noch ein paar Anmerkungen zur Bewertung. Das bezieht sich jetzt im Ansatz zunächst auf die Verhältnisse im Land Nordrhein-Westfalen, der Zusammenhang von Kurzvortrags- und Prüfungsgesprächsnote, um jedem Irrglauben einen Riegel vorzuschieben, es gibt keinen Zusammenhang. Das bedeutet, wenn Sie einen Kurzvortrag halten, der jetzt subjektiv misslingt oder auch misslungen ist, dann kann es trotzdem noch ein gutes Prüfungsgespräch werden. Umgekehrt gilt das allerdings vergleichbar. Also ein sehr gut gelungener Kurzvortrag ist kein Garant dafür, dass das Prüfungsgespräch seinerseits ebenso hervorragend bewertet wird. Wichtig ist aus meiner Sicht für Sie Folgendes. Wenn Sie aus dieser Kurzvortrag herauskommen, dann kann es sein, stellen Sie sich zumindest darauf ein, dass Sie subjektiv meinen, oh, das ist in die Hose gegangen, dass Sie davon ausgehen, dass dieser Kurzvortrag misslungen ist. Das Gefühl stellt sich relativ häufig ein, wie ich es jetzt in Erfahrung gemerkt habe. Und deswegen ist es besser, wenn man sich vorher Gedanken macht, was dann passiert mit einem und wie man jetzt damit umgeht. Denn es ist entscheidend, dass Sie für das Prüfungsgespräch Ihre Sicherheit wieder erlangen. Wie gesagt, es gibt keinen Zusammenhang zwischen diesen beiden Prüfungsteilen. Und von daher wäre es einfach schade, wenn Sie sagen, so, na, jetzt ist eben der Zug abgefahren, jetzt bringt das alles nichts mehr. Versuchen sich eine Motivationsstrategie zurechtzulegen. Und manchmal werden Sie auch hinterher sowieso deswegen belohnt, weil Sie die Note des Kurzvortrags genannt bekommen, denken, oh, war ja gar nicht so schlecht, ne? Gar nicht mit gerechnet. Das ist ja der Punkt, dass Sie ja gar nicht in der Situation sind, meistens sagen zu können, wie dieser Kurzvortrag denn wirklich jetzt ausgefallen ist, ja, für Sie persönlich. Also daher meine Bitte an Sie, legen Sie Strategien zurecht, um mit gutem Mut auch in das Prüfungsgespräch selbst gehen zu können. Ein weiterer Punkt ist die Vornotenorientierung. Wie sieht es denn damit aus? Legen die Prüfer eine Vornote zugrunde und sagen so, besser geht es dann im Prüfungsgespräch oder im Kurzvortrag nicht? Das kann ich jetzt aus meiner Erfahrung heraus nicht im Ansatz bestätigen. Es gibt diesen Zusammenhang nicht. Es gibt zuweilen der Blick darauf, wenn ein Kandidat mit sehr, sehr schwacher Vorbenotung in das Prüfungsgespräch kommt oder in den Kurzvortrag, etwa in das Prüfungsgespräch, dass man einen Kanon von Fragen auch parat hat, der dem Umstand Rechnung trägt, dass jemand nicht so stark vor Noten bewertet ist. Das ist aber meines Erachtens eine
meine Methodik zugunsten des Prüflings, um mir auch einen guten Prüfungseinstieg zu ermöglichen. Und sie bedeutet auf der anderen Seite auch nicht, dass derjenige bei einer niedrigen Note im ausreichenden Bereich festzementiert wäre. Das ist überhaupt nicht der Fall. Geht es im Kern um psychologische Hilfestellungen zugunsten eines schwächeren Kandidaten. Und ansonsten kann ich zumindest jetzt für meine Prüfung, meine Erfahrung in keiner Form bestätigen, dass es eine Vornotenorientierung in irgendeiner Weise geben würde. Leider natürlich teilweise auch zum Missfallen der Prüflinge, wenn nämlich das Prüfungsgespräch deutlich schlechter ausfällt als die schriftliche Leistung. Das ist nun die Kehrseite der Medaille. Meine letzte Bemerkung gilt dem Notensprung. Das wurde bei mir letztes Mal festgehalten im Protokoll. Herr Bamberger ließ offensichtlich keine Notensprünge zu. Fand ich eine interessante Bemerkung, denn der Vorsitzende allein gibt ja nicht die Bewertung. Es ist eine Kommissionsentscheidung und in der Sache stimmt sie auch schlicht nicht, weil in dem Augenblick, wo man sich die Gedanken macht, wie bewerte ich den Kurzvortrag, legt man sich nicht die schriftlichen Vornoten daneben, um dann zu gucken, oh, wird das jetzt ein Notensprung? Also das ist in dem Augenblick überhaupt gar kein Entscheidungskriterium. Und ein Notensprung ist jederzeit und zwar in jede Richtung zulässig, möglich und gelebte Praxis. Also woher das kommt mit der Nichtzulässigkeit von Notensprüngen, erschließt sich mir nicht. Das waren ein paar Anmerkungen zum Prüfungsgespräch. Ich hoffe, es war etwas für Sie dabei, was Ihnen weiterhilft. Sofern Sie vorm mündlichen Examen gerade stehen, wünsche ich Ihnen von Herzen alles Gute.